Hallo Freunde, willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wie versprochen, habe ich mich durch die ganze Zone hier gekämpft. Ihr seht, ich habe unterwegs eine Menge Wegeschreine eingesammelt. Wenn man die vorab schon mal hätte, das wäre nicht schlecht. Ja, und wie ihr seht, sind wir jetzt an der Klingenohrgrotte angekommen. Und dafür gab es noch mal ein bisschen Erfahrung. Wir sind kurz vor knapp. Naja, fehlt noch ein bisschen. 38% haben wir schon. Hier vorne gibt es noch jede Menge Zeug zu entdecken. Ich habe allein heute schon mehr Bücher entdeckt als ja sonst, seit ich den Charakter spiele. Schäferkuchen. Nehmen wir mit. Und ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles hier draußen. Ich habe unterwegs ein bisschen Handwerksmaterial eingesammelt. Das Schild, das ich auf dem Rücken trage, habe ich neu entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, von welchem Tier das der Rückenpanzer war. Hauptsache, es schützt uns gut. Das wäre mir wichtig. Schauen wir mal in die Klingenohrgrotte. Es muss erleichternd sein, wenn einem das Titanenkind nicht wie ein verirrter Welpe folgt. Naja, dafür habe ich jetzt zynischen alten Magier an der Backe. Ich bin mir nicht sicher, ob das besser ist. Wollen wir doch mal sehen. Haben wir hier Informationen? Seid gegrüßt, Reisende. Ich bringe diese Warnung hier in der Hoffnung an, dass ihr sie beachten werdet. In dieser Ruine wimmelt es vor gefährlichen Dädra und ihren Anhängern. Geht nicht hinein, sofern ihr nicht angemessen bewaffnet und gut vorbereitet seid. Ich hab da so einen alten, griesgrämigen Magier, der mir wahrscheinlich in den Rücken fällt. Dementsprechend mache ich mir weniger Sorgen um die Dädra. Falls ihr jedoch hinabsteigen solltet, so haltet die Augen nach allem offen, was von Wert sein könnte. Ich werde euch für die Bergung aller Artefakte belohnen, die ich nicht selbst bergen konnte. Ihr könnt mich an der dädrischen Ruine des Nasis finden. Ja, dann sammeln wir mal ein, was wir finden können. Bin ihr Jäger und Sammler? Und dann schauen wir mal, ob sich das am Ende des Tages vielleicht sogar lohnt. Ich meine, du funkelst ja ganz toll. Aber viel Schaden machst doch du nicht. So, gar nicht. So, wir sind hier drin. Wie sieht's hier eigentlich aus? Okay, wir sind in der ersten Kammer. Ich schätze, diese Tür, die jetzt so ein bisschen hinter uns liegt, die werden wir wahrscheinlich nicht öffnen können. Das heißt, wir müssen außen rum. Und unser Ziel ist ein Artefakt hier drüben. Und jede Menge Artefakt, Informationen. Also hier drüben, jawohl, Gitter. Und es sieht noch ein bisschen aus nach einem Himmelsstein. Himmelsscherben-Dings. Goodie. Langsam. Halblederwams. Also entweder ist das ein halber Lederwams oder ich möchte wissen, was die andere Hälfte der Zutat ist. Rang 12 bei mittlerer Rüstung. Das ist auch nicht schlecht. Wir hatten am Anfang mal ein bisschen mittlere Rüstung getragen. Das ist inzwischen allerdings so ein bisschen vorbei. So, die Frage ist jetzt, kommen wir da hoch? Ohne dass uns die Nasen alle an der Backe hängen. Ich glaube nicht. Du bist nicht mein Ziel. Kyras der Ausdauer, das klingt doch gar nicht so schlecht. Ist das nicht ein Zauberbuch? Bei Skyrim wird es mal ein Zauberbuch, hier wohl eher nicht. Wow. Na gut,
Weiter geht's. So schwer war das jetzt auch nicht. Er geht nicht nur mir auf die Ketten, sondern auch den Daedra. Und ruckzuck haben die wachsende Freude daran, ihm ins Gesicht zu treten und nicht mir. Allein das macht ihn schon nützlich. Ihr werdet mich nicht brechen, König der Würmer. Ich kann und ich werde. Wo ist das Amulett der Könige? Ihr werdet nie den Willen eines Sohns Yokudas brechen. Ich spucke auf euch. Also, Saisahan ist am Leben und wurde noch nicht gebrochen. Ein wichtiger Punkt in der Tat. Aber wo wird er festgehalten? Vorsicht, mein Freund. Das ist genau die Information, die du uns versprochen hast für die Rettung deines dürren Halses. Ignoriert das mit den gestohlenen Gegenständen. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. So, maximale Ausdauer. An sich nicht schlecht. Wir verzichten dabei allerdings auf kritische Magietreffer. Ein bisschen maximales Leben. Ich habe nur das Gefühl, dass Ausdauer irgendwie wichtiger ist zurzeit. Also nehmen wir mal die Nordrüstung mit. So, was lernen wir hier? Nicht so viel. Auch nicht so viel. Naja, jedenfalls nicht genug, dass es für ein Level abreicht. Mitglied der Magiergilde. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh, Bücher. Schatzkiste. Wer lässt denn sowas liegen? Das ist ein extrem einfallsreicher Name. Ich kann mir kaum vorstellen, wie er auf den gekommen ist. Nope. Zerstörungsstab haben wir Level 2 erreicht. Das soll noch mal einer sagen, lesen würde nichts bringen. Ich meine, nicht, dass das wirklich wichtig ist für uns, aber... Schaut nur, wie arrogant er hinter seinem blutenden, schreienden Totenkopf herläuft. Oh, ich mag ihn nicht. Ich würde ihm ganz gern die gleiche Behandlung zukommen lassen, wie Lyris das gemacht hat. Allerdings nicht nur einmal. Oh, der ist ein bisschen stabil. Halblederstiefel und Stiefel der Mutter der Nacht. Oh, das sind mittlere der Liebesgilde. Auf die habe ich irgendwie Lust. Ich glaube, die hebe ich auf. Und sei es auch nur für einen anderen Charakter. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Wir haben ein dädrisches Artefakt in der Hosentasche. Da kann ja praktisch nichts mehr schief gehen. Tim El Adabal, das Amulett der ruhmreichen Könige. Ein Artefakt der Göttlichen. Regierungssymbol der Kaiser von Cyrodiil. Und der Schlüssel zu meinem Aufstieg. Und dennoch entzieht es sich mir. Seine Macht zu nutzen, um die Kalamität unseres Zeitalters heraufzubeschwören, war berauschend. Es macht mir die grenzenlosen Möglichkeiten bewusst, die dem offenstehen, der stark und furchtlos genug ist, um es für seine eigenen Ziele einzusetzen. Das Amulett hat die Macht zu erschaffen oder zu zerstören, aber es hat auch die Macht, den durch Seelenbruch angerichteten Schaden ungeschehen zu machen, um den Riss in der Barriere zwischen Nirn und dem Reich des Vergessens zu heilen. Ich muss es zurückhaben, bevor irgendein Narr das wiederherstellt, was gebrochen bleiben muss. Er weiß, dass wir das Amulett benutzen wollen, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Wir müssen Saisahan retten, bevor man ihn mürbe macht. Du hast einen großen Teil der Botschaft ignoriert. Wir werden das Amulett dazu benutzen, zum einen diesen Riss zu schließen.
und zum anderen unsere Seelenlosigkeit zu reparieren. Das wird ein Doppelwopper. Da kriegen wir gleich zwei tolle Sachen zum Preis von einer. Nein, es wird ein Triple-Wopper, denn Manimako kriegt das Amulett nicht, um die Welt in die Dunkelheit zu stürzen. Das wird ja super. Seele wiederherstellen, Riss schließen und Manimako auf den Keks gehen. Klingt nach einem sehr erfolgreichen Arbeitstag. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir das hinkriegen. Sollte nicht zu schwer sein, oder? Kaum laden wir die Waffe auf, macht die gleich viel mehr Schaden. Ja, da bist du jetzt zu langsam. Der eiserne Wille des Rotwardonen kann nicht mit gewöhnlichen Verhörmethoden gebrochen werden. Körperliche Qualen scheinen nutzlos zu sein. Daher habe ich den Daedra befohlen, Saisahan in die Hallen der Qual zu bringen. Die Herzogin wird überaus erfreut sein, einen neuen Gast zu haben. Sein Fleisch ist stark, aber vielleicht wird ihre geistige Folter ihn brechen. Ich bin schon zu weit gekommen, um zu erlauben, dass so ein Emporkömmling von Schwertmeister meine Pläne vereitelt. Ich werde das Amulett finden. So oder so. Das sind die Informationen, die wir gesucht haben. Super, das heißt, jetzt kann ich dir den Hals umdrehen, ja? Jetzt sagt mir nicht, er hat wirklich den Wichtel da kaputt gekriegt. Und sagt mir nicht, das Schwert da ist wirklich besser als unseres hier. Einhändig, Dunkelelfen, bisschen mehr Schaden, bisschen mehr Flammenschaden, bisschen viel mehr Flammenschaden. Und ausgerüstet. Ich meine, es ist eigentlich nicht so wertvoll. Es ist ziemlich verbogen, wie ihr seht. Alle paar Zentimeter ist da eine deutliche Macke drin, aber mir geht es dabei nicht um die Klinge, sondern wirklich um den Flammenschaden, den wir mit jedem Schlag anrichten. Das ist sehr gut. Und Himmelsscherbe. Und damit haben wir einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das lohnt sich. Gut, Abnotan, dann rück mal raus. Was geht dir gerade durch den Kopf? Endlich. Saisahan wurde in die Hallen der Qual gebracht. Wissen wir das schon mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich fragen soll, wo das ist. Du willst bestimmt wieder irgendwas für diese Information, habe ich recht? Oh ja. Es ist das ruchloseste Gefängnis von Kalthafen. Die Daedra in den Hallen der Qual greifen tief in die dunkelsten Stellen des Verstandes eines Gefangenen ein und quälen ihn mit Visionen von den Dingen, die er am meisten fürchtet. Oh Junge, das wäre überhaupt nicht gut. Also, ein Ort, den ich gerne meiden würde. Ich schlage vor, du gehst mit Lyris dahin und dann klärt ihr das, ja? Es ist eine effektive Taktik. Die Daedra verhöhnen unsere emotionalen Bande und die Erinnerungen, die unser eigenes Ich ausmachen. Sie haben für sowas keine Verwendung. Sie sind unsterblich. Es ist unmöglich, Daedra zu töten. Nach einer Weile gewinnen sie einfach wieder Gestalt. Schön, die Information hat nur wenig mit dem zu tun, was wir da vorhaben, oder? Natürlich kann ich das. Ich bin Abnur Tarn. Aber zunächst muss ich erst noch einige weitere Nachforschungen anstellen. Geht zurück in die Zuflucht und erzählt Waren, was wir entdeckt haben. Ich werde dort sein, sobald ich die notwendigen Vorbereitungen getroffen habe. Zum Glück hat er seinen Namen nochmal erwähnt, sonst hätte ich ihn glatt vergessen. Danke, dass du mir auch ein Portal gemacht hast. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, wie ich ihn hasse. Viel mehr als nur ein bisschen. Viel mehr als ein großes bisschen. Daedra, geh mir jetzt nicht auf die Ketten. Du hast diese eine Chance, am Leben zu bleiben. Indem du mich ignorierst, ignoriere ich dich. Dann nicht. Ich sehe schon. Hast es dir dann doch anders überlegt. Cleverer Daedra.
Gut, sprecht mit dem Gelehrten. Der müsste gleich hier vorne sein, oder? Gleich hier vorne. Das ist quasi so mehr oder weniger direkt um die Ecke. Oh Junge, ist der näher oder der? Ich meine, Luftlinie ist der näher, aber Straße... Glaube ich auch. Okay. Dann nutzen wir einmal mehr die Bequemlichkeit der Schnellreise. Das nehmen wir mit. Feineisenerz kann man weiterverarbeiten zu Stahlbarren. Und damit können wir Gegenstände herstellen bis Level 24. Das ist schon gar nicht so schlecht. So, wir haben irgendwo hier drüben den Wegeschrein. Da vorne ist er. Okay, ist doch noch ein Stück. Ich dachte, es ist ein wenig näher. Oh, was haben wir da? Zinnflöz. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite, wenn ich dann dabei bin, zu dem Gelehrten zu kommen. Ich glaube, wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Metall auf dem Weg liegt, dann dauert das einfach zu lange. Bis gleich. Gut, da bin ich wieder. Hat ja kaum 5 Minuten gedauert. Lass mal gucken, da brutzelt wieder so ein Portal mit Daedra. Da müssen wir demnächst auch vielleicht mal tätig werden. Aber im Moment möchte ich ihm erstmal das Buch klauen. Auf einmal finde ich überall Bücher, das ist toll. Was macht denn diese daedrische Ruine hier? Welche Aufgabe hat sie? Oh, ihr Götter, quillt da Blut aus meinem Ohr? Okay, schön vorsichtig mit Verrückten. Oh gut, das ist ein sehr seltener daedrischer Barttopf. Große Dremora tragen sie an Ketten um den Hals, um damit ihre prächtigen Bärte zu schützen. Ist das nicht faszinierend? Hier ist eure Belohnung. Ja, es ist nicht faszinierend. Sehr gut. Damit haben wir das auch geschafft. Läuft. Ist die Frage, wollen wir... Nein, wollen wir nicht. Das Portal ist inzwischen weg. Gut. Ein Problem weniger in der Welt. So. Sieht fast so aus, als müssten wir in die nächste Zone, um mit Waren zu sprechen. Und wir haben hier jede Menge Wegschreine. Ich würde sagen, die aktiviere ich noch kurz beide und dann reisen wir in die nächste Zone, um das zu erledigen. Und wir sehen uns, wenn wir in der Zuflucht sind. Bis gleich. Guti, das sind wir auch schon. Schon ist gut. Manchmal gar nicht so leicht, die Zone zu finden, in die man dann tatsächlich muss. Aber geht schon. Ich freue mich am meisten auf Catweasel, muss ich sagen. Das müsste ja nur noch da sein. Er steht nicht am Feuer. Er schläft. Und ich hier... Ich schätze, er hatte genug von der traurigen Truppe und ist sonst wohin gegangen. Lyris, hast du ihn gegessen? Was stimmt nicht? Ihr seht aus, als hättet ihr einen Geist gesehen. Tarn ist schon seit Stunden fort. Ich glaube, er führt etwas im Schilde. Ja. Wahrscheinlich. Ein unerwarteter Besuch. Was führt euch hierher, Entseelte? Ach so, das Übliche. Ich wollte Schutzgeld eintreiben. Endlich. Wo können wir ihn finden? Das wird dir gefallen. Gut gemacht. Ich werde sofort damit beginnen, einen sicheren Weg durch die Hallen der Qual zu suchen. Das kann ja eine Weile dauern.
Ich wollte eigentlich sagen, dass der Fluss fließt und wir nur Sklaven seiner Strömung sind. Aber ich bin mit Rätseln und Metaphern fertig. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich bin kein Prophet. Ich bin nur ein törichter alter Mann, der einen flüchtigen Blick auf die Weisheit der Schriftrollen erhascht und es überlebt hat. Okay, das war, glaube ich, das Ehrlichste, was du seit langer Zeit zu mir gesagt hast. Wenn Tarn zurückkehrt, werden wir unsere Mittel vereinen. Wir werden schon bald einen Weg durch diese Hallen der Qual finden. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber schauen wir mal. Optimismus und so. Das heißt, wir warten mal wieder vor der Höhle, denn es ist zu viel verlangt, dass es gleich weitergeht. Er hätte jetzt mit einem Portal hier einfach auftauchen können, also unser Freund mit dem Tarnanstrich. Und hätte einfach sagen können, Heurika, ich hab's gefunden oder so. Vielleicht nicht in dem Tonfall, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Stattdessen warten wir hier wieder vor der Zuflucht. Wir können uns wie immer die Kiste angucken. Was an sich eine ziemlich tolle Sache ist. Stahlhinzen der Magika. Na also, die sind doch schon mal deutlich besser als das, was wir haben. Yep. Nehmen wir alles mit. Wir rüsten es auch gleich aus, sonst vergesse ich das noch am Ende. Das finde ich so gut. So, und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der schnellste Weg zum Propheten zurückzukehren, einmal hier außen rum zu laufen und das Erz einzusammeln. Manchmal schafft man es gar nicht bis zum Erz. Läuft. Okay, so wie es aussieht. Ah! Entseelte, trefft mich in der Zuflucht. Wir sind bereit, Sai-Sahan zu retten. Das freut mich sehr. Dann wollen wir mal. Wobei ich glaube, diese Rettungsaktion wird eine Weile dauern. Das bedeutet, die Vorbereitung machen wir jetzt schon. Und die eigentliche Rettung dann leider erst in der nächsten Episode. Aber wir schauen mal, was Tarn noch rausgefunden hat. Bestimmt irgendwelche Horrorgeschichten. Ja, ich verstehe. Und warum seid gerade ihr am qualifiziertesten? Ist es euer überlegenes Wissen über Kalthafen? Eure Erfahrung mit dädrischen Wesen? Oder ist es einfach die verschmähte Liebe, die ihr für dieses nackte Mammut empfindet? Wenn ich euch gerade bei euren kindischen Zoffereien störe, sagt's nur. Mir ist schon klar, dass ich in eurer Chaotentruppe der Satz für Mani Marco bin. Das heißt, ihr wartet von mir, dass ich euch irgendwann verrate und in den Rücken falle und glaubt mir, ihr werdet es nicht überleben. Die Zeit für einen weiteren Vorstoß ins Reich des Vergessens ist gekommen, Entseelte. Es gilt noch, einen letzten Verbündeten zu retten. Okay, lass mich raten. Seine Initialen sind irgendwie nicht so günstig. In der Tat. Abnur Tarn und ich haben meditiert, Hellsichtzauber gewirkt und über Mani Marcos Aufzeichnungen gebrütet. Und schließlich haben wir den Standort der Hallen der Qual ausgemacht. Okay. Meditiert, sie haben so ein bisschen nachgedacht, Hellsichtzauber gewirkt, eine Taschenlampe angemacht und über die Aufzeichnung gebrütet, die einer der beiden gar nicht lesen kann. Das heißt, der eine hat dem anderen eine Geschichte vorgelesen. Kein Wunder, dass Lyris irgendwie ein bisschen grummelig ist. Unser Freund hat 2 Jahre lang unvorstellbare und immerwährende Folter erdulden müssen. Sehr viel länger, als ein Sterblicher so etwas jemals erleiden sollte. Aber Sai-Sahan ist deutlich mehr als ein einfacher Sterblicher. Er ist ein Abkömmling Lekis, der jokudanischen Schwertheiligen. Ja. Okay, hat es was mit der Yucatash-Dattelpalme zu tun? Wahrscheinlich nicht. Willst du mir damit sagen, er hält es noch eine Weile durch und ich darf ein paar Wochen Urlaub machen? Wir mussten den genauen Standort der Hallen erst noch ermitteln, in denen Sai gefangen gehalten wird. Nun, da dies geschafft ist, werde ich ein Portal für euch öffnen. Das ist irgendwie unpraktisch. So ein bisschen. Ich habe das Gefühl,
Das ist eine Falle. Wir hatten die ganze Zeit über keine Ahnung, wie das zustande kommt, also wo der ist oder wie das läuft. Und jetzt ganz plötzlich finden wir da eine Aufzeichnung, die einfach nur rumliegt, kaum bewacht ist. Ich glaube, Manni Marco ist schlauer als das. Lyris und Abnur haben zwar beide zugestimmt, euch zu begleiten, aber ich fürchte, ihre gegenseitige Abscheu würde euch die Arbeit nur erschweren. Sprecht mit ihnen und hört euch an, was sie anzubieten haben. Aber ihr müsst euch für einen von beiden entscheiden. Der andere muss hier bleiben und ihm die Füße massieren. Oder Schlimmeres. Ihr seht verdutzt aus. Was für undurchschaubare Rätsel hat Waren jetzt wieder von sich gegeben? Du hast Müll im Ohr, oder? Du stehst nicht mal 2 Meter weg. Hat er das? Ein überraschend guter Rat. Titanenkind und ich würden uns wohl eher gegenseitig umbringen, als dass wir eine echte Hilfe wären. Die Entscheidung liegt bei euch, aber ich würde euch raten, den Verstand den Muskeln vorzuziehen. Ich habe wertvolles Wissen über die Daedra und vergesst nicht, ich bin der Magier. Ja, das heißt, wenn es eine Skala gibt mit dummen Ideen, die von 1 bis 10 reicht, dann krittest du mit 17. Wie das alle Magier tun. Iris, erzähl mir was. Was stimmt nicht? Was hat Waren gesagt? Auch du stehst nicht weit weg. Ihr solltet mal lernen, ein wenig zuzuhören. Dann ist eure Entscheidung klar. Ich kenne Saisahan länger als jeder andere. Ich sollte mit euch gehen. Es ist eure Entscheidung. Aber ihr sollt wissen, dass ich mein Leben für euch oder für Sai geben würde. Würde Tarn das auch tun? Da hat sie eigentlich nicht so ganz Unrecht. Also weniger mit der Selbstaufopferung, aber sie kennt Sai länger und besser als jeder andere. Das heißt, wenn das wirklich eine Falle ist und das vielleicht gar nicht Sai ist, sondern, was weiß ich, in der drei in Verkleidung oder irgendwas, dann wüsste sie als erstes das, was nicht mit ihm stimmt. Und ich glaube, das wäre wertvoll. Das bedeutet, wir nehmen Lyris mit und wir schauen der nächsten Episode mal, wie wir da in Kalthafen zu den Hallen der Qualen kommen und was wir dafür Sai tun können. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, alle Dornsteif. Ciao, Freunde.